Ho, ho, ho. Na, schon bereit für Weihnachten? Ich schon. Und wir haben da mal ein bisschen was für euch vorbereitet, denn es gibt jetzt den Jutgedizzy Weihnachtskalender. Und du darfst dich jetzt darauf freuen, dass du jeden Tag einen wunderschönen Fall von mir zu sehen bekommst. Als kleines Geschenk für die Weihnachtszeit. Vielen Dank an der Stelle an Low Fuel Motorsports, denn die haben uns diese wunderschönen Präsente parat gelegt. Und du wirst dich wundern, was alles in meinem Säckchen drin ist. Und so beginnen wir mit Tag 1. Was haben wir denn im ersten Türchen drin? Lasst uns doch mal gucken, was das Säckchen so parat hat. Wir befinden uns nun an einem wunderschönen Abend auf Watkins Glen. Es schneit, die Gefühle kochen hoch, Rentiere laufen durch die Gegend. Man sieht oben Sternschnuppen am Himmel. Es gibt keinen Schnee, es ist furztrocken. Aber es spielte sich Folgendes ab. Es gab jemanden, der wollte schnell Präsente kaufen. Er hatte seine Familie im Kopf. Er hatte es eilig. Er wollte noch die letzten Besorgungen tätigen. Und bei den letzten Besorgungen ist Folgendes passiert. Starkes Handgemenge. Man sieht, es geht rund. Hier wird gewollt. Die Prozente sind da zum Sparen. Nun fragt man sich an dieser Stelle, ist der junge, ambitionierte Mensch hinter dem Steuer vielleicht etwas übermotiviert? Schauen wir es doch uns nochmal weiter an. Nun ist also der Beschwerdebrief eingetroffen bei mir, Weihnachtsjutke. Und jetzt wird sich der ein oder andere fragen, wer wird von diesen beiden denn jetzt wen da kurz gemeldet haben beim Weihnachtsmann und wer soll hier keine Geschenke kriegen? Man soll es nicht glauben, aber der BMW hat sich über den Porsche-Fahrer beschwert und hat mir geschrieben folgenden Text. Lieber Weihnachtsjutke, als ich letztens die letzten Besorgungen tätigen wollte für meine Familie und meine Kinder und meine Oma, also ich glaube, er hat ein bisschen sehr hart auf die Tränendrüse gedrückt, um Mitgefühl zu erhaschen. Ich war auf der Autobahn, ich hatte es eilig. Wir düsten so durch Watkins, wir waren auf der Startziel. Ich war super schnell und ich hatte es wirklich sehr, sehr eilig. Und dann auf einmal von der Seite so ein Rowdy. Ein Rowdy aus Deutschland. Ein Porsche-Fahrer. GT3 992. Hab mich sowieso gefragt, was sucht der auf der Strecke? Der ist doch viel zu langsam. Ich kürze etwas ab über den Rasen und dann auf einmal machte er die Tür zu und ich flog weg. Herr Weihnachtsmann, kannst du bitte eine Strafe aussprechen und ihn dieses Jahr nicht beschenken? Leider, wirklich leider, haben wir uns mit den Menschen von LFM besprochen und wir haben festgestellt, dass wir hier keine weitere Aktion durchführen werden, weil es doch schon ein bisschen unsafe rejoin war, wie dort auf die Strecke zurückgekommen wurde. Also nein, der Porsche-Fahrer kriegt auch dieses Jahr zu Weihnachten Geschenke. So ein Ding ist das nämlich. Und damit ist der Fall abgeschlossen. No further action.